Wir haben sie erschlagen. Es hieß entweder sie oder wir. Dieses Mädchen kann keine normale Beschwörerin gewesen sein. Meinst du, sie ist diejenige, die dafür verantwortlich ist, was mit Bahamut geschehen ist? Aber hätte sie nicht Asuna erst kriegen müssen, nachdem sie auf der Erde war? Oder war sie jetzt erst auf der Erde, dann auf dem Mond? Frag die, wo die Steine sind auf dem Mond und dann wieder auf der Erde, um Asuna zu holen? Also, um dann die Kristalle zu suchen, nicht Asuna zu holen. Das macht keinen Sinn. Das wäre möglich. Wir müssen zum Kristallpalast eilen. Ich fürchte um die Kristalle. Sofort. Items. So, wir hatten doch noch irgendwo eine Phönixfeder, oder? Hi. Magic is the key. Und wie ich jetzt vermute, ist hier einfach nur ein Shortcut. Und dass wir den ganzen Weg nicht wieder zurückgehen müssen. Warum war an der Stelle nicht rein? Okay, hier ist doch kein Shortcut. Nein, was spricht denn jetzt dagegen, dass wir zurückgehen? Nichts eigentlich. Kiste? Ach, immerhin ein Turbo-Äther. Nein, ich habe genug von Kämpfen. Der Kampf gerade, der hat mir genug Schweiß und Blut abverlangt. Also Nerven gekostet, könnte ich auch sagen. Gegengift, je, mir wäre eine Phönixfeder lieber. Weil Fufu, wenn der stirbt, ist das so dumm. Meine Wege. Mach sie fertig. Aber lass Fufu stehen. Oh Mann. Armes Fufu. Na, wenigstens tot. Ich habe die Gegnergruppe jetzt so besiegt, weil wir diese Amazonen noch nicht hatten. Nur fürs Bestarium und so. Nicht, dass es mir irgendwie was bedeuten würde. Nee, nee. Ah, nee. Komm, hoch da. Obwohl. Immerhin. Nee, nee, lauf. Danke. Ich muss sagen, so langsam wird es echt eng mit dem Mana. Also noch so ein Speicherpunkt oder so wäre echt Knorke. Generell ein Speicherpunkt nach der alten. Oh Gott, was ist das denn? Ah, super verschnörkelte Wege. Nein, lauf.
Tschüss. Abnehmender Mond, das heißt. Oh nein. Die Gegner tun nur mehr weh. Waren wir eigentlich bei Neumond in der Höhle, dass die Monster nur deshalb aufgeploppt sind? Also diese Tentakelmonster. Weil da stand ja was. Also der eine Nemingway hat das gesagt. Dass irgendwie wir uns bei Neumond auf ganz böse Monster gefasst machen müssen. Oh nein, Hinterhalt. Lauf. Die tun uns alle weh, und zwar so richtig. Ufo, schwing dein Kleidchen. Schwinge schneller. Potion. Ich glaube, das Spiel das merkt, dass es uns gerade sehr viel Leid angetan hat mit diesem komischen Kampf. Das hat nur so viele Sachen. Und stellt euch vor, bei so einem Kampf jetzt Auto. Kampf, das kann man auch knicken. Das überlebt doch kein Schwein. Außer Fufu ist natürlich auf Heilen eingestellt, aber das wäre Mana-Verschwendung, sondern gleich. Einmal hier runter. Gucken, ob es was Schönes gibt. Gucken, ob keiner guckt. Eine Hütte. Nee. Obwohl, vielleicht können wir uns ja gleich draußen hinlegen. Also, falls es da vorne nach draußen geht. Du bist schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden, wa? Danke. Ah, 270 Jill. Ja, sehr schön. Wartet ihr eigentlich auch alle sehnsüchtigst auf die neue Life is Strange Episode? Eigentlich wurde mal der 14. Juli als der Tag X ausgerechnet. Aber leider ist daraus nichts geworden. Also am 14. ist noch nicht rausgekommen. Ich frage mich, wann sie rauskommen wird. Aber wahrscheinlich wird sie schon draußen sein, während wir hier jetzt gerade miteinander reden. Und ich werde sie wahrscheinlich auch schon mit Frau Joghurt gesehen haben. Wir haben was bald mal. Was ist denn das hier? Wo führt denn das hin? Passt auf, wir laufen hier irgendwo hin, wo wir noch gar nicht hin sollten. Wir haben ja jetzt einen Notausgang. Ah, nee, doch nicht. Das ist alles richtig. Gut, dann werden wir jetzt als allererstes pennen gehen. Meine Hütte. Schlafen im Cupcake. Neumond. Was macht der Neumond? Ja, kein Problem. Zum Kristallpalast. Also wir den ganzen Weg zurück. Ich raste aus vor Freude. Warte mal, jetzt gehen wir erst nochmal zu den Nummingways. Wir können uns überhaupt keinen Äther kaufen. Scheiße. So.
Wenn wir jetzt gleich im Dungeon wieder runterrennen müssen, ne, dann raste ich aber aus. Dann ist echt Schluss mit lustig, ganz im Ernst. Wenn ich wieder bis ins unterste Geschoss laufen muss, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, dann werde ich aggro. Ja, und zwar so richtig aggro. Nicht wie bei... hieß denn das Spiel jetzt? Oh, wir sind so Blind Forest. Da habe ich mich an dem Rage-Part noch recht zurückgehalten. Das ist... Ich will nicht kämpfen. Ich habe genug gekämpft. Ich habe gegen die Alte gekämpft. Aber wie kann die denn besiegt sein? Oder erschlagen? Ich meine, Fufu hat erschlagen gesagt. Na, haben die nicht mal irgendwie gecheckt, ob die noch atmet oder so? Hier so rum, so kann das sein? Nee. Komm ich denn da jetzt rein? Oder muss ich den Weg gar nicht gehen? Ah, da bin ich doch gerade auch hergegangen. Lauf einfach. So ein Mondscheiß verwirrt mich. Okay, ich komme da gar nicht vorbei. Warum scheißen die Gegner auf Formation? Ich verstehe das einfach nicht. Muss ich jetzt hier hoch? Ah, okay. Nee, doch nicht, okay. Oh, was ist denn da schon wieder? Wo muss ich denn schon wieder verdammt nochmal her? Oder brauchte ich hier gar nicht durch und hätte hier vorne links gehen können? Oh, mir macht das echt aggressiv. Man erkennt auf dieser Scheißkarte nichts. Ich brauche nochmal die aus dem Blut. Ja, wobei ich sagen muss, sie ist auch kacke. Aber wir sind doch aus dem Kristallpalast rausgegangen und sind durch zwei Ebenen gegangen. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann aber echt nicht so viel. Gut, laufen wir nochmal zurück. Wobei ich mich dann frage, wofür dieser eine Tunnel da gewesen ist, den wir durchgelaufen sind. Na ja, mach ruhig weiter. Da bin ich sicher für nichts wegen. Wofür sind wir durch den Tunnel gelaufen? So, laut der Karte können wir jetzt hier rum. Oh, ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen. Und diese Musik macht mich bekloppt. Das ist... So, da kommen wir auch nicht. Also müssen wir hier nochmal durch.
Aber wir sind doch durch beide Tunnel gegangen, um... Egal. Naja, auf diese One-Shot-Viecher habe ich auch keinen Bock. So. Das ist echt ein Scherz. Warum sind wir dann durch beide Tunnel gelaufen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn wir doch alles so erreichen konnten. Ich gehe jetzt noch mal kurz raus und speichere noch mal. Ich meine, wer weiß, was mich jetzt hier erwartet. Vielleicht noch mal so ein Klon von dieser grünhaarigen. Vielleicht gibt es sie ja mehr als einmal. Jetzt leuchten sie alle schwarz. War das schon immer so? Ich glaube nicht. Sie sind so panisch. Die Kristalle, das Licht hat sie verlassen. Du! Du lebst noch? Ich bedanke mich, dass sie mich hier hingeführt hat. Was? Nein! Nein! Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Das wir brauchen? Oh ne! Wir haben noch ein paar Dinge mit dir zu klären. Es gibt Dinge, die haben wir nicht verdient. Wen ruft sie jetzt? Bahamut? Leviathan? Ja, klar. Also war sie erst auf der Erde. Warte mal. Wo ist Gemach? Irgendwo oben. Wo ist Valum? Da. Jetzt machen wir noch mal ganz kurz Protes. Weil der greift ja auch normal an, der Leviathan.
wobei sagen muss, die beiden zusammen sind echt stark. Also es ist ein gutes Team. Und ihr geht wohl das Mana aus. Gewonnen. Gut, und wie das ausgeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.